Es geht weiter mit dem Panel zum IT-Sicherheitsgesetz. Es wird moderiert von niemandem weniger als Ion. Ihr kennt ihn bereits von heute Vormittag. Mitbegründer der AG Kritis, Mitveranstalter und Mitorganisator dieser wundervollen DefensiveCon. Und er wird euch jetzt euer Panel vorstellen und die Diskussion moderieren. Bitteschön. Danke. Hallo. Das IT-Sicherheitsgesetz hat große Wellen geworfen, als es letztes Jahr im März, April erstmalig veröffentlicht wurde. Und ich freue mich sehr, unsere drei Panelisten euch vorzustellen. Zuallererst die Theresa Ritter vom Bitkom, dem Digitalverband Deutschland. Sie macht Sicherheitspolitik und Digitalthemen im Allgemeinen und kümmert sich darum, dass die Mitglieder des Bitkom, deutsche Unternehmen, sich in der Politik vertreten fühlen. Bitte, komm zu uns, setz dich. Und Applaus für Theresa. Die zweite Person auf diesem schönen Panel, die mitdiskutieren wird, ist Thorsten Schröder vom CCC. Thorsten ist Unternehmer hier in Berlin, hat ein IT-Sicherheitsunternehmen, Modzero, und da machen sie eher Red-Teaming und weniger Compliance, also Hauptsache draufhauen und kaputt machen. Das ist auch der Grund, warum er heute hier eingeladen wurde, um ein bisschen Krawall in die Runde reinzubringen. Wir haben jetzt Vertreter der, also Theresa vertritt quasi die gesamte deutsche IT-Wirtschaft, Thorsten quasi die gesamte deutsche Community, und als Vertreter der Behörden und des Staates haben wir niemanden weniger als Dr. Gerhard Schabhüser. Herr Schabhüser ist der Vizepräsident des BSI und kann deswegen zum IT-SIG 2 besonders viel oder besonders wenig sagen. Das hängt ganz von der Fragestellung ab. Vorweg, alle Teilnehmer haben besonders einzigartige und persönliche Erfahrungen in ihrem beruflichen Umfeld mit diesen Fragestellungen gesammelt, sprechen aber trotzdem jetzt nicht offiziell für die Organisationen oder die IT-Wirtschaft oder die Behörden, sondern stellen ihre eigene Meinung zu den Sachverhalten da, soweit ihnen das möglich ist. Aber die eigene Meinung ist ja in diesem Fall jeweils geprägt von ganz einzigartigen und speziellen Erfahrungen im Umfeld, in denen die drei sich bewegen. Wir sprechen über das IT-SIG 2.0 in der letzten Fassung, die öffentlich gemacht wurde am 27.03.2019. Angeblich gibt es schon neuere. Wir würden über diese neueren reden, wenn die Behörden die zur Verfügung stellen würden. Wir sind hier alle kompetente Kommentatoren von Gesetzen. So, und entsprechend würde ich mir wünschen, dass die Behördenlandschaft proaktiver auf uns zugeht und Gesetzesentwürfe, Referentenentwürfe vielleicht auch vor der Ressortabstimmung mal mit der breiten Masse, mit den beiden Stakeholdern, Community und Wirtschaft, diskutieren würden. Genau, das ist der Stand, über den wir reden. Und genau, eigentlich müsste man vor der Ressortabstimmung mit der Community reden. Das wäre wichtig und meine persönliche Aufforderung an den Staat. Zuallererst, das erste Thema, über das wir diskutieren wollen, ist der Hackerparagraf, die Hackerparagraf-Erweiterung 202e StGB. Wer unbefugt einen Datenverarbeitungsvorgang oder informationstechnischen Ablauf auf einem informationstechnischen System beeinflusst oder in Gang setzt, wird mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu und so weiter bestraft. So ist das im neuen Entwurf drin und vor allen Dingen Paragraph 3 ist auch nochmal gut, Absatz 3, der grenzt dann ein, was dazugehört, alles. Also ich habe jetzt auch bei wirklich härterem Nachdenken keine Anlage gefunden, die nicht unter diese Definition fallen würde. Das ist so ziemlich die breiteste Definition eines Computersystems, die man sich vorstellen kann. Und die Fragen, die ich unserem Panel jetzt stellen möchte dazu, lauten: Wenn man das so breit fasst, ein informationstechnischer Verarbeitungsvorgang, fällt da nicht eigentlich jeder Netzwerkscan auch drunter? So ein NMAP, so ein Nessus? Das macht einen doch gleich strafbar. Thorsten, willst du anfangen? Einmal auf den gelben Knopf da, auf den leuchtenden? Ja. Ich muss hier raufdrücken, hallo. Erstmal bin ich mir gar nicht so sicher. Ich bin ja kein Jurist, aber ist es nicht überhaupt eigentlich gar nicht zulässig, Gesetze zu entwerfen, die so breit gefasst sind und überhaupt großen Interpretationsspielraum
lassen und B, ja, möglicherweise ist das so, aber weiß man es genau? Also ich denke, dass halt vor allen Dingen eine große Grauzone wieder mal geschaffen wurde, wie das halt damals beim 202C ja im Endeffekt auch war. Wir haben uns vereinbart, dass wir uns auf der Bühne heute duzen. Gerhard, magst du? Ja, natürlich mag ich nämlich kundtun, dass mich der Strafgesetzbuchsartikel eigentlich noch gar nicht richtig interessiert hat. Hört sich sehr weitgreifend an. Ich glaube, es gibt gute Gründe, sowas Ähnliches zu formulieren. Ob das wirklich so jetzt reinkommt oder nicht, kann ich aber nicht sagen. Und es hört sich sehr breit an, aber es gibt Tatbestände, wo ich glaube, dass ein bisschen Nachschärfen nötig ist. Ob das jetzt nicht vielleicht zu universell formuliert ist, mag ich heute nicht zu sagen. Danke dafür. Theresa? Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen, beiden Vorrednern. Wir haben uns ein bisschen irritiert darüber gezeigt, auch dass es quasi im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 jetzt untergebracht wurde. Wir haben noch nicht so richtig verstanden, wie der Gesamtzusammenhang passt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir auch sehen, dass es sehr weit gegriffen ist und dass wir schon auch gerade so die Gefahr sehen, dass eben auch IT-Sicherheitsforschung und Schwachstellenforschung da runterfallen könnten. Und das wollen wir als, oder wenn ich jetzt für die Digitalwirtschaft sprechen darf, natürlich nicht. Das heißt, wir müssten da viel schärfer abgrenzen und diesen ganzen umfassenden Bereich nochmal deutlich einschränken und verschärfen. Gut, so wie ich das Gesetz lese, hat die Security-Branche da jetzt schon ein Problem, weil wenn man 1000 IPs bekommt, von wegen mach mal einen Pentest bitte, mach mal Red Team, greift die mal alle an. Und da sind einfach nur zwei dabei, die früher mal zum Unternehmen das beauftragt gehört haben, aber jetzt nicht mehr, dann ist man voll in der Strafbarkeit bereits drin. Thorsten, habt ihr solche Probleme bei euch? Ja, das ist jetzt wahrscheinlich eher weniger das Problem der Community, sondern eher so das Problem von Firmen, die im Auftrag Sachen kaputt machen. Allerdings gibt es da natürlich immer schon auch die Notwendigkeit, dass man das, wenn das eine Auftragsarbeit ist, natürlich irgendwie sich vorher alles auch schriftlich geben lässt, was so die Targets sind. Man muss halt dann aufmerksam sein, um zu gucken, ob da irgendwie vielleicht was aus dem Target wieder rausgenommen werden muss. Das ist ganz normal. Für die Community sehe ich da eher so die größeren Probleme. Also ich glaube, am meisten profitiert ja die Gesellschaft derzeit davon, dass es Gruppen gibt wie den Chaos Computer Club oder andere, die ehrenamtlich Forschung betreiben, die Sachen hinterfragen und ohne mit NDAs belegt zu sein, auch offen über diese Probleme sprechen können, so wie wir das ja laufend machen. Jeder Kongress, auf jedem Kongress gibt es immer wieder irgendwelche Findings, irgendwelche großen Projekte, wo Hacker sich einzelne Dinge genau angeschaut haben, sich festgebissen haben, Dinge, die relevant sind für die Gesellschaft, für, was ich, demokratische Wahlen und so weiter. Das sind halt auch Projekte, wo der Club in den letzten Jahren immer sehr viel gemacht hat. Und diese Community, die ohne Auftrag sich Dinge angucken möchte, um die Sachen dann transparent darzustellen, um zu zeigen, wo wir Probleme haben, wo die Behörden Probleme haben, wo man vielleicht noch nachregulieren könnte und wo man halt Verbesserungsvorschläge auch ganz konkret machen kann. Da würde, glaube ich, diese Unsicherheit eher dazu führen, dass Sachen vielleicht nicht veröffentlicht werden. Und das ist halt sehr schlecht. Dankeschön. Gibt es noch andere Kommentare jetzt hier von dem Panel zu diesem Sachverhalt? Ich würde das gerne noch mal ein ganz klein bisschen ergänzen. Ich sehe das schon so, dass wir gerade in der Forschungs- und Ethical-Hacker-Szene natürlich sowas wie Ausprobieren brauchen. Das ist garantiert so. Ja? Und wie man das jetzt sauber juristisch formuliert, das weiß ich nicht. Weil mein erster Satz gilt auch, es wird Unfug gemacht und der führt auch zu Schaden. Und das ist nicht immer ethisch gedacht, sondern da soll Schaden verursacht werden. Und dieses sauber abzugrenzen, wo ist das noch vernünftig? Und wo müssen wir jetzt langsam sagen, hey, jetzt haben wir einen Straftatbestand, jetzt müssen wir da aber die Schippe drauf tun. Ich glaube, das ist etwas, was wir sicherlich ausgestalten müssen. Und dafür gibt es ja hinterher auch Anhörungen und Ähnliches, um in den Dialog reinzukommen. Also deswegen, erste Entwürfe sind ja nicht die, die hinterher aus dem Parlament rauskommen. Jetzt sind wir alle vier keine Juristen, wenn ich richtig verstanden habe.
sondern eher technisch oder politisch unterwegs. Nichtsdestotrotz stört es mich unglaublich, wenn man einfach nur meckert und kritisiert und nicht konstruktiv ist. Deswegen habe ich einen Lösungsvorschlag und würde den gerne zur Debatte stellen. Und zwar könnte man das IT-Grundrecht, die Integrität und Vertraulichkeit eines informatischen Systems als Schutzgut begreifen und als Schutzgut, also als juristisches Schutzgut im StGB aufnehmen. Wird das Schutzgut durch die Handlung erhalten, bleibt die Tat straffrei. Wird das Schutzgut geschädigt, dann ist es strafbar. Das heißt, das ist ein bisschen anders als beim als im BGB zum Betrug, wo es ja für einen erfolgreichen Betrug den Vorsatz des Betrugs braucht. Auch das wäre möglich. Nun haben mir Juristen gesagt, Vorsatz ins StGB reinschreiben ist super schwierig und eher selten, macht man eigentlich nicht. Deswegen den Umweg über ein über das IT-Grundrecht als Schutzgut, um im 202 C, D und E dann quasi abgrenzen zu können. War das jetzt eine ethisch motivierte, ein Ethical Hacking, die Motivation, oder war das eine Straftat? Und überhaupt nicht messen an den technischen Details, sondern an der Intention der Handlung. Nur eine Frage, vielleicht ist sie auch doof, ich weiß es nicht. Was ist mit der Verfügbarkeit? Warum nur Integrität und Vertraulichkeit und nicht noch Verfügbarkeit dieses Systems? Kann ja vielleicht auch passieren. Sehr gute Idee, danke für die Anregung. Gibt es, ich würde jetzt dann die Frage schon einmal aufmachen Richtung Publikum. Ich hatte hier schon eine Wortmeldung gesehen. Ja, darf ich einmal dein Mikrofon weiterreichen? Ja, ich bin begeistert von dem Paragraphen, denn der heißt, dass ich zum Beispiel, wenn jemand eine Werbung bei mir einblendet, das zur Anzeige bringen kann. Ja, weil das ist eine unbefugte Ausführung von Datenverarbeitungsvorgängen auf meinem Endgerät. Und entsprechend wäre das auch gegen Kopierschutzmechanismen anwendbar. Oder wenn eine Zeitung einen Tracker einblendet oder Telemetrie nach Hause schickt und ich möchte das nicht. Also Formulierungen sind schwierig, will ich damit sagen. Ja, ich finde das gut. Ja, würde mich freuen, wenn es da gleich mal ein paar Musterklagen gäbe. Gibt es zu diesem Sachverhalt des 202CDE noch weitere Wortbeiträge aus dem Publikum? Da. Es ist ja ähnlich wie dieser digitale Hausfriedensbruch, den Hessen mal vorgeschlagen hat. Und da gab es eine schöne Studie an der Uni Mainz, wo sie gesagt haben, okay, ich habe ja auch so einen Aufzug, das ist ja auch ein IT-System, und wenn ich da einfach mehrfach drauf drücke, mache ich das vielleicht auch unbefugt. Ja? Also die Grenzen sind da recht weit und Integrität von Systemen zu beeinträchtigen ist auch recht einfach. Von daher ist das ein sehr breiter Paragraph und ich würde ihn einfach so nicht gut finden, weil du ja damit quasi alle Interaktionen mit IT-Systemen verbietest, zu denen du nicht befugt bist. Und wenn jetzt meinetwegen ein Kaufhaus möchte, dass du nur den Fahrstuhl benutzen, den du halt nur eine Etage ansteuern darfst, du drückst aber mal alle und gehst raus, dann wird auch schon strafbar. Ja? Also das ist, glaube ich, ein zu breiter Anwendungsbereich. Dankeschön. Dann würde ich jetzt übergehen zum nächsten Themenkomplex, dem wunderschönen 126a auch wieder StGB. Gerhard findet das nicht gut. Wir reden auch noch über das BSI-Gesetz und andere Paragraphen. Wer Dritten eine internetbasierte Leistung zugänglich macht, deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen, zu fördern oder zu erleichtern, wird mit Freiheitsstrafe und so weiter und so fort bestraft. Damals, so wie ich das verstehe, ist das, darf ich das Mikrofon zurückgeben, ist das gedacht in eine Richtung VPN, Tor-Nodes, Anonymisierungsdienstleistungen und so. Aber bestimmt auch die Werbenetzwerke, diese Online-Werbenetzwerke, die Fefe gerade angesprochen hat. Ich habe dazu vier Fragen oder erstmal Meinungen. Wollt ihr einfach mal was dazu sagen? Kann das sinnvoll sein? Wo kann da der Sinn hinterliegen, das so pauschal zu fassen? Ja, bitte, sehr gerne. Wer Dritten eine internetbasierte Leistung zugänglich macht, deren Zweck oder Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, die Begehung von rechtswidrigen Taten zu ermöglichen, zu fördern oder zu erleichtern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu so und so erfasst. Ich habe es ein bisschen gekürzt, weil Paragraphen sind doch furchtbar lang und da gibt es noch ein paar Ausnahmen hinten raus, was stärker bestraft wird und Bandenkriminalität dabei. Und wenn man das in Gruppe macht, ist noch viel schlimmer. Aber so in Kurzform.
Also das Tor-Netzwerk wird dann verboten und die Zwiebelfreunde und alle die, die Tor-Netzwerke unterstützen und Tor-Exit-Nodes und überhaupt Tor-Nodes betreiben, die fallen dann unter diesen Paragraphen und können bestraft werden. Ist keine gute Idee. Und Mail-Server-Betreiber. Ja, so vieles. Gut, wer hat das wohl geschrieben? Theresa. Wie gerade beim vorigen Paragraphen auch viel zu weit fassend, das gerade auch gehört. Also wir konnten auch wenig Abgrenzung sehen, was tatsächlich dann nicht darunter fallen würde. Und deswegen bräuchte es hier entweder eine Verschärfung, eine klare Eingrenzung, was tatsächlich dann darunter fallen würde und gemeint ist. Aber auch hier war in Rücksprache mit unseren Unternehmen und auch mit den Experten aus den Unternehmen, dass es so jedenfalls nicht weiter bestehen sollte, dieser Paragraph. Ja. Okay, also TCCC sagt, es ist zu weit gefasst, Bitkom sagt, es ist zu weit gefasst. Was sagt das BSI? Also, ich habe mich ja um die STBO-Dinger nicht so sehr gekümmert. Ich weiß nicht, was in den Pünktchen da einen einschränkenden Rahmenbedingungen hinterstehen. Eine Verschärfung. Also da steht ja nur noch so, wer das in Tat mit anderen Leuten macht, der kriegt noch mehr Strafe, Bandenkriminalität, noch viel schlimmer und viele Jahre und Geldstrafe und so. Aber das ist dann nicht mehr die Straftat, sondern die Strafe. Deswegen habe ich die weggelassen. Das ist ja in der Debatte nicht relevant, ob das Strafmaß nun hoch oder niedrig ist. Es ist strafbar. Also ich könnte mir vorstellen, wenn ich hier als in einer anderen Präsidentenrolle wäre, fände ich das gut. Gut, jetzt gibt es das auch noch in der verschärften Form, der Absatz 3 dazu. Also hier geht es ja um Infrastrukturbetrieb. Ja, so ein VPN betreiben, so ein Tornot betreiben, so ein Anonymisierer betreiben. Das ist ja Infrastrukturbetrieb. Wenn man das richtig macht, macht man das nicht alleine. Das senkt den Busfaktor und sorgt dafür, dass Infrastruktur länger betrieben werden kann. Wenn man das nicht alleine macht, ist es dann gleich Absatz 3. Mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren wird bestraft, wird hart gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande, die es zur fortgesetzten Begehung von Straftaten im Sinne dieser Vorschrift verbunden hat, begeht. Finde ich äußerst bedenklich. Seht ihr das? Ihr seht das auch so, oder? Ja, ich hatte gehofft, es gibt hier mehr Krawall auf der Bühne, aber scheinbar sind sich bisher absolut alle einig. Gut, also streichen, konkreter bestimmen, was wäre da, wie sollten wir damit vorgehen, wenn wir es entscheiden könnten? Dann mache ich die Runde auf. Gibt es im Publikum dazu Meinungen? Was können wir mit dem 126 Jahr anfangen? Da, du hast sogar dich vorhin als Jurist mir vorgestellt, oder? Exzellent. Einmal draufdrücken. Ich würde sagen, das Gesetz gleichzeitig mit der Reform des Gemeinnützigkeitsrechts, die gerade läuft im Bundestag und sich immer wieder verzögert, würde das geniale Ergebnis schaffen, dass Freifunk gleichzeitig strafbar und gemeinnützig wäre. Das Mikrofon muss aus sein, damit es funktioniert. Die Lampe muss nicht aus leuchten. Sein. Nein, unten nicht drücken. Nur diese ausmachen. So, jetzt. Okay. Ja, das ist einfach schlechtes juristisches Handwerk, würde ich sagen. Also wenn man Informationsverarbeitung so weit spannt, heißt es eigentlich für die Bioinformatiker, jede Zelle ist ein informationstechnisches System und das heißt, jede Vergiftung, die mir irgendwie, jeder Diesel, der hier Stickoxid ausscheidet, fällt auch unter diesen Paragraphen. Das ist kompletter Unsinn. Das ist einfach juristisch nicht zu gebrauchen. Außerdem nicht nur Tor wäre verboten, sondern auch Facebook und Zuckerberg wäre dann mit 6 bis 10 Jahren wegen Bandenmäßigkeit. Diese Affiliate-Netzwerke, diese Werbenetzwerke werden alle verboten. Das könnte mir durchaus zusagen, aber das ist einfach viel zu breit gespannt. Also es ist nicht brauchbar in der Praxis. Es ist auch, glaube ich, in der Praxis ziemlich unrealistisch, dass jetzt hier irgendwie so ein großer Konzern wie Facebook tatsächlich mal aufs Met kriegt, auch wenn er es verdient hätte.
Ich glaube, am Ende leiden dann eher so die kleineren Unternehmen oder Startups, die was Ähnliches aufziehen wollen darunter, weil es da halt viel leichter fallen würde, denen irgendeine gewerbemäßige Bandenkriminalität irgendwie vorzuwerfen. Da gäbe es wahrscheinlich weniger Öffentlichkeit auch. Oder einfach das Café, das ein WLAN anbietet, ohne Registrierung und Namenspflicht. Ja, eben, die Kleinen leiden halt wahrscheinlich am ehesten noch darunter. Das ist eben der Punkt. Gut, also schon wieder sind wir uns alle vier einig tatsächlich, obwohl ich eigentlich keine Meinung haben sollte als Moderation. Kommen wir zum nächsten Punkt, 163G, da werde ich versuchen, meine Meinung zu verschleiern. Es ist ein bisschen mehr Text. Also, ich lese das mal kurz vor. Ich habe es ein bisschen gekürzt, ja. Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand Täter oder Teilnehmer einer Straftat im Sinne von 100G Absatz 1, das ist so ziemlich alles, was schlimmer ist, so, das sind die schwereren Straftaten, so dürfen die Staatsanwaltschaft sowie die Behörden und Beamten des Polizeidienstes auch gegen den Willen des Inhabers auf Nutzerkonten oder Funktionen, die ein Anbieter des eines TK- oder Telemediendienstes dem Verdächtigen zur Verfügung stellt und mittels derer der Verdächtige im Rahmen der Nutzung des Telekommunikations- oder Telemediendienstes eine dauerhafte virtuelle Identität, also ein Account, ja, unterhält, zugreifen. Sie dürfen unter dieser virtuellen Identität mit Dritten in Kontakt treten. Der Verdächtige ist verpflichtet, die zur Nutzung der virtuellen Identität erforderlichen Zugangsdaten herauszugeben. Das heißt, wenn ihr einer schweren Straftat verdächtigt werdet, also 100G StPO, was da drin steht, ist eine ganze Menge, das ist, was halt auch so eine QTKÜ-Online-Durchsuchung legitimieren würde, so die Größenordnung von Straftat, und ihr habt so einen Account in einem Forum, bei Facebook, bei Twitter oder so, dann darf die Polizei zu euch kommen und Zwangsmaßnahmen durchführen, damit ihr den Account, Zugangsdaten zu dem Account rausgebt, und die Polizei oder Staatsanwaltschaft darf dann diesen Account nutzen, um mit Dritten, also euren Freunden, Verdächtigen, wie auch immer, in Kontakt zu treten und diese dann dazu bringen, euch zu belasten. Das ist, was sie da reingeschrieben haben in den 163G StPO. Fragen, kann sich einer vorstellen, warum da kein Richtervorbehalt drin ist? Ich habe es falsch zusammengefasst, sagst du? Ich als Nicht-Jurist kann darauf hinweisen, das ist nicht nur ein Verdacht, das ist ein begründeter Verdacht. Da gibt es nochmal Unterschiede. Ja, minimale. Gut. Ja, ich würde einfach, also nicht direkt auf die Frage antworten, mach sondern als wir das mit den Datenschützern unserer Unternehmen etc. Besprochen haben, da war so die erste Reaktion, dass es eben dem Grundsatz der Selbstbelastungsfreiheit widerspricht. Also man muss sich ja selbst erstmal nicht belasten, wenn man verdächtigt ist und verhört wird. Und das würde aber, wenn man natürlich das Passwort und den Zugang herausdrücken müsste, würde man sich im Zweifel ja sehr stark selbst belasten. Also das war so die erste Reaktion, okay, das passt irgendwie gar nicht so gut zusammen. Das ist auch hier eben, gerade wenn es sehr viele Dienste gibt, auch mit Single Sign-On und so weiter, man kann eben nicht mehr wirklich abgrenzen, welche Daten und Informationen dann tatsächlich für diesen Fall relevant sind und diese ich dann nutze. Und ganz, ganz vielen anderen privaten, intimsten Informationen, die eben nicht nur den Verdächtigen selbst, sondern auch seine Kontakte auf diesen Social Media betreffen, mit quasi abfischt. Das ist auf jeden Fall etwas, glaube ich, was man kritisch betrachten muss. Und deshalb waren wir auch bei diesem Paragraphen sehr kritisch, auch wieder mit der Frage, warum in diesem Gesetz, das ja eigentlich primär für die IT-Sicherheit unserer Wirtschaft, unserer kritischen Infrastrukturen verantwortlich ist, warum braucht es hier in so einen Paragraphen? Das ist auch genau der Punkt, wo es interessant wird, wie meinen die das eigentlich technisch? Ne? Das ist die Sache mit dem, wir geben jetzt das Passwort raus, aber ein Provider oder so, der hat ja das Passwort in der Regel auch gar nicht. Wie soll er das Passwort rausgeben? Sollen jetzt die Anbieter gezwungen werden, Passwörter im Klartext zu speichern oder irgendwie in einer Art und Weise wiederherstellbar zu machen? Also wie das hier gemeint ist, geht es hier um Erzwingungshaft. Ach so, die Polizei kann ja jemanden in Haft nehmen, um etwas zu erzwingen. Zum Beispiel Dinge, die sie halt erzwingen dürfen. Die dürfen Zwang anwenden und sie dürfen halt ihre Zwangsmaßnahmen anwenden, solange
bis du dein Passwort rausgibst. Ach so, Sie wollen das Passwort aus der Person. Also ich habe das jetzt irgendwie ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, das geht so in die Richtung natürlich auch, dass das Passwort vom Provider herausgegeben werden muss. Das steht woanders. Aber natürlich, aber der Unterschied ist natürlich, also das Resultat bleibt in dem Moment das gleiche. Wenn das Passwort da rausgegeben werden muss, dann haben Ermittler natürlich einen sehr viel tieferen Einblick in diese ganze Kommunikationsinfrastruktur der Person, als es eigentlich möglicherweise rechtlich zulässig ist. Also, Danke. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich, Gerhard. Wie kann das sein? Ja, dreimal waren wir uns jetzt einig, dreimal haben wir gesagt, das ist ja handwerklich, geht nicht, ist jetzt wirklich falsch, so kann man es nicht machen, darf da auch so nicht drinstehen, das wäre gar nicht gut. Kannst du uns das erklären, wie das passieren kann, dass dann am Ende doch so ein Ding im BMI durchgepusht wird? Eigentlich ist doch deine Behörde da, um zu sagen, Moment. Ich glaube, ich muss an der Stelle doch einmal was dazu sagen. Ich bin kein Jurist, weiß das nicht genau, was da steht. Keiner von uns. Aber doch, hier sind bestimmt Juristen dabei. Das kann nicht sein, dass hier keine Juristen sind. Aber hier auf dem Podium jetzt nicht. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe ja verschiedene Diskussionen mitgekriegt, weil wir ja durchaus auch mit Polizeien zusammenarbeiten im Cyberabwehrzentrum. Und vielleicht vertue ich mich, aber ich lese den erstmal so, dass das der Paragraph ist, der Ermittler davor schützt, hinterher, wenn sie rund um Kinderpornografie in Identitäten schlüpfen, dass sie sich nicht selbst auch gleichzeitig damit strafbar machen. Das sind die Befugnisnorm dabei, dass sie da reingehen können und diese Identitäten nutzen können. Also ist eher eine Schutzfunktion für die Ermittler. Wenn das jetzt handwerklich nicht sauber ist, ist eine ganz andere Frage. Aber wenn das die Zielsetzung ist, dann finde ich, ist das etwas, was man sinngemäß wahrscheinlich in, also was ich gerade gesagt habe, ja, dass Ermittler im Zweifelsfall sich nicht selber strafbar machen, weil sie ermitteln. Diese Absicherung möchte ich hinterher schon haben, wie immer die dann hinterher formuliert ist. Also das fände ich gut, wenn das reinkommt. Vielleicht zu der Frage, das ist ja die Frage Reifegrad des Gesetzes, so würde ich das ja formulieren. Und ich glaube, das ist zur Unzeit veröffentlicht worden. Das war ja gedacht als Referentenentwurf. Referentenentwurf geht dann in die Ressortabstimmung. Und wenn die Ressortabstimmung rund ist, dann kommt normalerweise etwas raus, wo die unterschiedlichen Interessenlagen hinreichend gewürdigt worden sind und glatt geschliffen worden ist. Aber das ist sicherlich ein Grund. Das ist zur Unzeit eigentlich zur Kommentierung in der Öffentlichkeit, weil es eigentlich den typischen Qualitätssicherungsprozess in der Ressortabstimmung noch nicht durchlaufen hat. Das ist aus meiner Sicht ein Grund, warum da einige Stellen einfach noch nicht rund sind und auch eventuell erstmal Interessen positioniert worden sind, die im Rahmen der Ressortabstimmung dann typischerweise wieder glatt geschliffen werden. Weil natürlich gibt es in der Regierung oder zwischen den Ministerien unterschiedliche Aufgaben. Wer unterschiedliche Aufgaben hat, hat unterschiedliche Positionen. Und diese wird er natürlich versuchen, erstmal durchzusetzen. Und das, so gesehen ist das Ressortprinzip gut und auch so Zwangsbeteiligung, dass nicht ein Ressort das ganz alleine machen, bis es zum Kabinettsbeschluss kommt und Ähnliches. Und da, glaube ich, ist der Schritt, dass das in diesem Zustand veröffentlicht worden ist, einfach fehlt da eine Qualitätssicherungsrunde, die normalerweise vorgesehen ist. Durfte das BSI die Version, die am 27.03. veröffentlicht wurde, kommentieren? Wir haben bei den Artikeln, die das BSI-Gesetz betrifft, natürlich mitgearbeitet. Aber zu den anderen natürlich nicht. Das ist auch nicht unser Job. So, jetzt gab es eine Frage aus dem Publikum. Thomas? Ja, vielleicht eher eine Anmerkung. Ich bin nun auch kein Jurist. Aber ich befasse mich seit 30 Jahren beruflich mit Bundespolitik. Und ich weiß, wie Gesetze gemacht werden. Ich weiß nicht, wie Wurst gemacht wird, aber ich weiß, wie Gesetze gemacht werden. Und eine Ressortabstimmung ist mitnichten eine Qualitätssicherung. Eine Ressortabstimmung dient dazu, die unterschiedlichen, gegebenenfalls auch politischen Ansätze der verschiedenen Ressorts unter einen Hut zu bringen. Das heißt mit anderen Worten, diese Fassung ist jetzt, es hat mit Qualität nichts zu tun, sondern es zeigt, was die Zielrichtung des Ministeriums ist, dass das federführend formuliert hat. Wenn es dann in der Beratung abgeschliffen, verändert, glatt gebügelt wird, dann ist das ein politischer Prozess zwischen verschiedenen Bundesressorts, die auch von verschiedenen politischen Ministern unterschiedlicher Parteien geführt werden. Aber mit anderen Worten, was wir hier sehen in dieser
Version, die als Referentenentwurf vielleicht vorzeitig öffentlich bekannt geworden wurde, heißt nicht, da wurde nachgebessert oder da wird nachgebessert, sondern das ist die Intention des BMI. Und das sollten wir ganz klar auch so sehen. Dankeschön. Gibt es von euch dreien noch unbedingt jetzt, wollt ihr noch was sagen dazu? Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Eine historische Anmerkung, dafür haben wir noch Zeit. Dass gelb aus ist. Der CCC hat vor vielen Jahren mal ein Problem gehabt, da ging es darum, dass die Lufthansa irgendwas gemacht hat und dass Leute zu einem virtuellen Sitzstreik aufgerufen haben, was dann sozusagen ein DDoS war auf die Lufthansa-Webseite. Und damals ging es dann um die Frage, soll man das bestrafen oder nicht? Und da muss ich hier gerade dran denken, weil das natürlich auch eine unbefugte Auslösung von Vorgängen in einem System ist. Und damals ist das, glaube ich, sogar vor Gericht gegangen. Ich weiß nicht, wer sich hier noch dran erinnert. Und der Ausgang war, das war okay. Also das war als Protestform zulässig. Ja, und DDoS als Protestform? War damals, also nicht grundsätzlich, aber in dem Fall... ja, also ich würde sagen, das ist ein schwieriges Problem. Es ist nicht so einfach. Selbst wenn technisch gesehen klar ist, dass es ein Angriff ist, gibt es trotzdem Fälle, wo es schon sozusagen Präzedenzfälle dafür gibt, dass es trotzdem halt ausgehalten werden muss. Ja. Danke für diese Anmerkung. Das ist ganz spannend. Ich gebe das Mikrofon zurück hier und stelle euch die nächste Frage. Thema Responsible Disclosure, also das verantwortungsvolle Veröffentlichen von Sicherheitslücken mit entsprechenden Fristen, Bekanntmachungen, ein bisschen Druck dabei. Erstmal nicht öffentlich und dann, wenn man die Chance hatte, Dinge zu fixen, zu informieren, dann nach einigen Wochen oder Monaten, je nachdem wie der Sachverhalt genau liegt, dann die Veröffentlichung, sodass alle Beteiligten von Anfang an wissen, bis wann sie sich bewegt haben müssen und das Ganze ein bisschen fair und transparent auch ist. Die Frage, die ich in die Runde stellen möchte, ist, sollte man dem BSI untersagen, gesetzlich untersagen, Sicherheitslücken zurückzuhalten? Wer möchte zuerst? Da will ich als erstes was zu sagen. Und zwar, das suggeriert so ein bisschen, als ob wir heute Sicherheitslücken zurückhalten würden. Das tun wir nicht. Unser Job ist, Sicherheitslücken zu schließen. Also unser Credo ist ja, Sicherheitslücken sind dafür da, geschlossen zu werden. Das ist unser Credo. Und wir haben da, auch wenn es theoretisch Überweisungen möglich wäre, noch nie irgendeine Einschränkung gekriegt, dass wir das nicht tun dürfen. Was wir natürlich machen im Responsible Disclosure Prozess, wir rennen nicht sofort nach draußen, sondern teilen die Hersteller, gucken, dass wir Patches haben, nicht, dass wir Trittbettfahrer haben und. Das gehört aber zu dem Normalprozess zu, so wie Sie das auch betreiben. Ja, Sie geben den Herstellern Chance zu reagieren und wollen ja nicht einladen, dass irgendwas passiert. Also so gesehen, de jure könnte man uns anweisen. Faktisch hat man das in jetzt 28,5 Jahren BSI noch nicht getan. Also deswegen ist die Frage für mich nicht unbedingt so hart, wenn man mitkriegen würde, wir würden sowas zurückhalten, dann wäre das eine politische Debatte. Bei den anderen Behörden ist das ein bisschen schwieriger. Da bin ich noch nicht sicher, ob ich da heute was zu sage. Aber heißt ja, also kein Konflikt, ja. Jetzt ist der Nächste dran, der diese Frage beantworten darf. Man kann es den Behörden auch trotzdem untersagen. Ich meine, das zurückzuhalten, das ist halt einfach mal ein Punkt. Also ich glaube, dass das BSI den Teufel tun wird und die Informationen zurückhalten wird, weil dann wird das irgendwann auch an die Öffentlichkeit gelangen und keiner wird dem BSI mehr irgendeine Schwachstelle zeigen und sagen, hier, könnt ihr das mal dem Hersteller melden. Da gibt es dann irgendwie andere Organisationen, die das zuverlässig erledigen. Der CCC macht sowas ja auch. Vielleicht nicht ganz auf dem Niveau wie das BSI, da gibt es ja irgendwie noch mehr Kontakte. Es gibt ja irgendwie ein gutes Beispiel, wo diese, wie hießen diese Server, wo diese medizinischen Fotos irgendwie im Internet gehostet wurden. Das ist ja ein Punkt, da wurde ja das BSI mit ins Boot geholt, weil da auch das Netzwerk, die Kontakte zu den einzelnen Zerts genutzt werden konnte, damit nämlich international da sehr schnell reagiert werden konnte. Das ist auch eine ganz gute Sache. Und ich weiß auch aus Gesprächen mit anderen BSI-Mitarbeitern, dass das
durchaus ein Thema ist, auch intern, dass es da natürlich auch immer so diesen Gedanken gibt, ja, ich kann das schon verstehen, wenn so ein Security Researcher nicht zu uns kommt, weil er halt einfach die Befürchtung hat, dass wir diesen O-Day am Ende an CITES weitergeben oder so. Das ist halt ein Problem, mit dem befasst sich das BSI meines Wissens nach auch, aber ist halt eben auch ein Grund mehr, ganz klar mal zu sagen, wir trennen das jetzt. Das BSI kann nicht auf der einen Seite irgendwie in die Verbraucherschutzrolle gesetzt werden und gleichzeitig wird der Bock zum Gärtner gemacht und sagen so, wir wollen dem BSI jetzt auch irgendwie ermöglichen, irgendwie, was ich, Dinge zu hacken oder irgendwie aktiver tätig zu werden. Da muss man das halt trennen. Wenn man das nicht hinkriegt, das BSI aus dem Innenministerium zu lösen, dann muss man halt vielleicht dann spalten. Danke. Wir haben eine Anmerkung aus dem Publikum, aber vorher würde ich gerne Theresa, die... Ja, bitte, dann bitte erwidern Sie direkt und dann Theresa. Ja. BSI spalten? Nein. So, Theresa. Genau. Ich glaube, auch bei dem Punkt sind wir uns zumindest im Großen und Ganzen recht einig. Sollte unbedingt dabei bleiben, dass das BSI diesen Prozess anstößt zum Schließen von Schwachstellen und die nicht zurückhält. Deshalb finde ich schon, dass man das auch in dem Gesetz verankern kann. Gerade ist es ja tatsächlich so, dass es ein bisschen offen gehalten wird, zumindest eben eine Hintertür geben kann, in der dann das BMI eben doch das BSI anweisen kann. Das hast du ja gerade selbst gesagt, dass es letztlich möglich ist, noch nie passiert. Aber ich finde schon, dass man das einfach nochmal gesetzlich verankern kann und sollte, weil wurde gerade auch angesprochen, das Vertrauen, würde ich sagen, ist schon ein ganz wichtiges zwischen BSI und Wirtschaft auch. Wir empfinden das, oder also unsere Mitgliedsunternehmen sprechen ausschließlich positiv, liegt aber eben auch daran, dass es bisher noch keine Fälle gab, in denen enttäuscht wurde. Und damit das eben auch künftig so bleibt und die Zusammenarbeit künftig eben auch so vertrauensvoll ist, sollte das gesetzlich einfach geregelt werden. Ja. Eine Anmerkung aus dem Publikum, Gregor? Ja, ich hatte eine direkte Frage an Herrn Schaffhüser vom BSI. Sie sagten, es ist in der Vergangenheit bisher nicht vorgekommen, dass Informationen, die dem BSI gegeben wurden, in Anführungsstrichen an das BMI weitergereicht wurden, um dort verwendet zu werden. Jetzt die Frage, innerhalb des bisherigen Standardprozesses, wenn Informationen bei Ihnen zu Schwachstellen ankommen, gibt es irgendeine Art von Prozessvorschrift, die nahelegt, dass das BMI über die bei Ihnen aufschlagenden Schwachstellen informiert wird und dann potenziell sagen könnte, die hätten wir aber dann gerne doch? Oder laufen diese Prozesse komplett ohne Übersicht des BMI und nur natürlich aufgrund der Dienstherrenübersicht nach aktiver Nachfrage? Also ich habe bisher noch nicht mitgekriegt, dass es einen Prozess über das BMI gibt. Herr Dulzett noch da? Also der Prozess sieht das nicht vor, es ist ganz normale Facharbeit des BSI, wir kriegen was gemeldet, es werden, wenn, sage ich mal, kritische Infrastruktur betroffen sind, die entsprechenden Kritisbetreuer im BSI hinzugezogen, entsprechende Fachexperten im BSI, der Hersteller benachrichtigt und dann geht es in die Koordinierung, aber ich kenne keinen BMI-Loop da drin. Danke, dann gab es noch eine... Dann schlafe ich jetzt ein bisschen besser. Markus hatte noch eine Anmerkung oder Frage. Es hieß ja, dass ja alle Informationen veröffentlicht werden, aber es gab ja durchaus Fälle, wo die Veröffentlichung verzögert worden ist, weil die Stelle, die die Informationen ans BSI weitergegeben hat, die Informationen eingestuft hat. Das ist ja auch nach wie vor nicht gelöst, dass quasi, wenn andere Dienste das BSI informieren und eingestufte Daten übermitteln, das BSI kann sie dann nicht veröffentlichen. Gleichzeitig gab es ja auch die Fälle, dass das BMI mal Schwachstellen hat überprüfen lassen, ob man die kauft oder nicht, und saß dann 2 Jahre lang auf einem Zero-Day für Apple iPhones, ohne dass sie gepatcht worden sind. Also da muss man nicht nur das BSI regulieren, sondern eigentlich alle Behörden, die an Daten rankommen, unabhängig davon, ob sie das BSI sind oder nicht. Denn auch andere Behörden kommen ja an Informationen oder an Angebote für Exploits. Vielen Dank für diesen Input.
Ich würde jetzt gerne noch kurz die zweite Frage, wobei, nee, Fukami wollte noch unbedingt was sagen, ne? Du hast dich gerade... Nee, gut. Dann würde ich gerne die zweite Frage, also dieselbe Frage nochmal, aber sollte man jetzt allgemeiner, sollte man allen Behörden untersagen, Sicherheitslücken zurückzuhalten? Also nicht nur dem BSI, sondern allen Ministerien und Behörden durch Gesetzgebung. Die haben kein Mikrofon mehr. Ich bräuchte bitte mal alle Mikrofone wieder hierher. Dass ich die wieder im Blick habe. So. Genau, ja, bitte. Wer mag anfangen? Thorsten, mach mal Krawall. Oder Theresa, wie auch immer. Einmal drauf drücken. Ich hab's, ja. Beziehungsweise die Frage, ist das realistisch? Also ist das eine Situation, die wir uns wahrhaftig vorstellen können? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es sinnvoller anzuerkennen, dass es schwierig wird, so eine, sagen wir mal, das quasi gesetzlich zu verpflichten, dass es keine Behörde darf, keine Ermittlungsbehörde, keine Sicherheitsbehörde, und einen Weg zu suchen, wie in den USA zum Beispiel, wie dann Behörden damit umgehen, wenn sie eine Lücke haben, die sie potenziell lieber zurückhalten würden. Also ist es realistisch zu sagen, nein, machen wir in Deutschland überhaupt nicht und wollen wir nicht? Damit sage ich jetzt noch gar nicht, wie ich das finde, sondern wollte einfach die Frage aufwerfen. Ja. Ja, natürlich dürfen Behörden, also auch alle Behörden, Sicherheits- oder Informationen über Sicherheitslücken nicht zurückhalten. Gerade wenn man eben, wenn eine Behörde auch weiß, dass es da eine Schwachstelle gibt, die es erlaubt, dass die Behörde dann mit diesem Wissen in diesen Rechner eindringen kann oder was auch immer da jetzt gerade kaputt ist, dann kann es auch jeder andere, der dieses Wissen hat. Und das ist, ich weiß nicht, wie man irgendwie abends noch irgendwie ruhig ins Bett gehen kann als Verantwortlicher, wenn man weiß, ja, da sind gerade irgendwie ein paar Millionen Menschen dem Risiko ausgesetzt, dass sie Daten da irgendwie nicht mehr vertraulich sind und so weiter. Das geht nicht. Man muss diese Lücken den Herstellern melden, dass die in der Lage sind, diese Lücken in einem angemessenen Zeitraum zu schließen. Ansonsten erleben wir irgendwann, früher oder später, auch wieder so etwas, wie wir das bei diesen NSA-Leaks gesehen haben. Da wurden Informationen über Zero-Day-Schwachstellen öffentlich, die auch ruckzuck genutzt wurden von Kriminellen, um dann Ransomware und alles Mögliche darüber zu verbreiten. Das ist, man sieht ganz genau, das hat einfach ein massive Auswirkungen auch auf die Wirtschaft, nicht nur in Deutschland, sondern international, weil natürlich die Firmen dann halt auch arbeitsunfähig sind. Das heißt, das BSI sollte diese Forderung eigentlich mit unterstützen, meiner Meinung nach. Denn es geht ja irgendwie darum, die deutsche Wirtschaft und die deutschen Privatanwender eben vor solchen Schäden zu bewahren. Und das geht halt einfach nur, wenn den Herstellern die Möglichkeit gegeben wird, diese Lücken auch zu patchen. Okay, also, ich hatte ja ganz am Anfang gesagt, BSI ist der Meinung, Schwachstellen sind dafür da, geschlossen zu werden, und da stehen wir natürlich auch zu. Das ist erstmal richtig. Ich verstehe natürlich auch unsere Sicherheitsbehörden, wenn sie ermitteln wollen oder sonst was, dass sie in irgendwelche Systeme reinkommen. Aber aus meiner Sicht ist, und das ist jetzt meine Sicht und BSI-Sicht, das ist nicht unbedingt die Sicht von allen anderen Behörden, haben wir viel zu viele Schwachstellen in der Welt, als dass wir uns dieses leisten könnten. Weil warum haben wir denn das Thema, dass wir Reaktionen machen müssen, große Sorge haben, dass unsere Infrastrukturen wegbrechen im Cyberraum, weil wir eben mit Verlaub vergleichsweise schlechte IT haben, wenn ich das vergleiche mit Industrieanlagensicherheit oder sonst irgendwas. Ja, also deswegen, der Kaufladen ist randvoll. Deswegen ist es wichtig, Schwachstellen zu schließen, weil eben den Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass dann andere das auch nutzen können und, zumindest aus Sicht des BSI zu groß ist. Ich finde es aber völlig vernünftig, dass, bis die Dinger gepatcht werden, natürlich in konkreten Ermittlungsverfahren dann die Schwachstellen kontrolliert, wie das in der Gesetzgebung dann geregelt wird. Das kriegt man ja irgendwie vernünftig hin in einem Rechtsstaat, dass sie in dieser Phase dann im Zweifelsfall genutzt werden. Das finde ich in Ordnung. Aber dass man den Coordinated Disclosure-Prozess, wie er heute typischerweise im Raume steht, einfach anwendet, das ist gut.
Natürlich ist das immer eine Herausforderung für die Sicherheitsbehörden. Sie können gerade irgendwo rein, dann wissen sie, dass wir das irgendwann geschlossen. Aber wie geht man denn hinterher faktisch wirklich vor? Man wird wahrscheinlich immer genauer gucken müssen, wo will ich rein und dann auf aktuelle, ungepatchte oder sonst irgendwas Schwachstellen hinausgehen und dann damit reingehen. Deswegen glaube ich, ist das fast sogar eine Scheindebatte, die wir hier führen. Aus meiner Sicht gehören die Dinge einfach geschlossen. Ich glaube auch, dass die Ermittlungs... Die Ermittlungsbehörden sind in ihrer Praxis, so wie ich das beurteilen kann, auch gar nicht so sehr auf Schwachstellen in Software oder Hardware angewiesen. Ich meine, die Ermittler haben bislang mit konventionellen Methoden auch große Erfolge, auch im Darknet. Das heißt, es ist gar nicht zwingend notwendig, alles anlasslos zu überwachen, um das irgendwie später nachvollziehen zu können, wo irgendwo ein Sack Reis umgefallen ist. Die gerade wenn wir uns irgendwie so Darknet-Märkte ansehen, wo Drogen, Waffen und sonst was verkauft wird, die Händler und die Kriminellen, die dort tätig sind, die machen auf einem ganz anderen Level auch nochmal Fehler. Und da schlagen ja die Ermittler am Ende auch zu. Die sind da erfolgreich, weil am Ende doch irgendwo eine Übergabe stattfinden muss, weil am Ende doch Geld vom Bitcoin also wieder in eine andere harte Währung umgetauscht wird. Das sind alles Punkte, wo man durchaus ansetzen kann und wo die Ermittler auch durchaus Erfolge haben. Also es ist eigentlich Quatsch zu behaupten, wir brauchen hier irgendwie mehr Möglichkeiten, IT-Systeme einzudringen. Also jede Schwachstelle, die bekannt ist, die einer Behörde bekannt ist und die zurückgehalten wird, wird effektiv diese macht aus dieser Schwachstelle am Ende eine Backdoor. Ja? Wir reden dann hier nicht über das Backdooring von irgendwelchen Softwareprodukten, sondern man hat dann effektiv eine Backdoor, die wir dann aber als Backdoor bezeichnen können, weil ja, die ist halt da, da können wir halt reinspazieren, weil wir sie nicht patchen lassen. Das geht halt nicht. Danke. Also schon wieder sind wir uns einig. Kommen wir zum konstruktiven Teil. Wie kriegen wir das jetzt gefixt? So, wir haben hier den Paragraph 7 Absatz 1 Punkt 2 BSI-Gesetz. Ganz viel Text, das ist in der Neufassung im IT-SIG 2. Der mit Juristen besprochene Vorschlag, das zu fixen, sieht so aus. Genau, hier gibt es nämlich hinten eine Informationspflicht, die, wenn, also, ja bitte, wir brauchen hier vorne wirklich einen kleinen Monitor, das geht so nicht. Das Bundesamt kann zur Wahrnehmung der Aufgaben nach Satz 1 Dritte einbeziehen, wenn dies für eine wirksame und rechtzeitige Warnung erforderlich ist. Die Hersteller betroffener Produkte sind rechtzeitig vor Veröffentlichung von dieser betroffenen Warnung zu informieren. Das ist also die Informierung über, hier ist, wir haben da was gefunden, fix das mal bitte. Diese Informationspflicht besteht nicht, wenn hierdurch die Erreichung des mit der Maßnahme erfolgten Zwecks gefährdet wird, zum Beispiel eine Ermittlung. Soweit entdeckte Sicherheitslücken oder Schadprogramme nicht allgemein bekannt werden sollen, um eine Weiterverbreitung oder rechtswidrige Ausnutzung zu verhindern, oder weil das Bundesamt gegenüber Dritten zur Vertraulichkeit verpflichtet ist, zum Beispiel Polizeibehörden, kann es den Kreis der zu warnenden Personen anhand sachlicher Kriterien einschränken. Das steht so im IT-SIG 2 in dem Vorschlag von März drin und ich würde vorschlagen, den gestrichenen Teil zu streichen. Gibt es dazu Meinungen? Nee, ist ja richtig. Es ist viel Text. Das ist in der Juristerei leider immer so. Kann man machen, würde ich auch sagen. Gut, also die Wirtschaft ist cool. Ja. Was sagt der Club? Es ist eine Frage vorhin, Theresa, was können wir denn tun? Ja, also wenn diese drei Stakeholder, ja, die Behörden, die Community und die Wirtschaft, sich an einen Tisch setzen, dann haben wir alle relevanten Stakeholder an Bord und dann können wir das auch beeinflussen, wenn wir gehört werden wollen von den Behörden. Ja, das ist richtig, wenn man uns dann einlädt, auch rechtzeitig. Richtig. Ja. Nee, definitiv, also die kritischen Punkte stehen tatsächlich in diesem Satz, das hatten wir ja auch schon besprochen jetzt im vorherigen Punkt, dass es genau darum geht, eben diese Auswegsmöglichkeiten, diese Türen zu schließen. Und die können wir am besten schließen, wenn man es rauslöscht, würde ich sagen. Das würde ja auch dafür sorgen, dass das BSI das verdiente Vertrauen weiterhin verdient und darin bestärkt wird, dass es ein vertrauenswürdiger Partner ist für die IT-Sicherheit.
Also ja, es ist so, dass BSI hat noch keine Sicherheitslücken zurückgehalten, aber die Möglichkeit, dass das passiert, besteht ja nach wie vor. Du hast es gerade auch schon anklingen lassen, in den USA gibt es einen Vulnerabilities Equities Prozess, also einen definierten Prozess, wie Sicherheitslücken geprüft werden, ob sie zurückgehalten werden sollen oder veröffentlicht werden sollen. Gibt ja auch im BMI zumindest Kräfte, die sowas ganz toll fetten und in eine Richtung argumentieren, dass wir sowas auch haben. Dem würde man vorweggreifen, wenn man das jetzt schon durch Löschung ins Gesetz schreibt, dass das gar nicht geht. Draufdrücken. Ja. Aber ein bisschen muss ich da doch für ein Stück des Gestrichenen streiten. Ne? Ja, bitte. Das geht ja nicht. Endlich. Weil den Passus haben wir da reingebastelt oder angeregt, dass sowas Ähnliches da drin steht. Ob die Formulierung jetzt schon ganz sauber ist, weiß ich nicht. Hintergrund ist, wir dürfen ja in Softwareprodukte und sowas reingucken, auch ohne Zustimmung des Herstellers. Das dürfen wir schon machen. So, und normalerweise gehen wir von einem freundlichen Hersteller aus. Und dass ich den dann informiere und alles gut mache, ist ja in Ordnung. Wenn ich aber jetzt den Verdacht habe, das ist eine bewusst eingebaute Backdoor vom Hersteller, die er benutzt hat oder benutzen will, um irgendwas zu tun, und ich ihn dann sofort informiere darüber, dass ich das gefunden habe, dann habe ich eventuell eine Schadfunktion mehr drin, nämlich zum Beispiel die Tatsache, dass er dann abgrapscht, was gerade noch abzugreifen ist. Und wenn da nicht irgendein Ausnahmetatbestand ist, müssen wir das dann tun. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund, warum sowas Ähnliches formuliert ist. Ob das die sauberste Formulierung ist, ist jetzt wieder eine juristische Frage. Ja? Aber das war der Hintergrund, dass wir nicht unbedingt die bösen Entwickler oder Vertreiber von Dingen auf das Entdecken von schlechten Dingen unmittelbar verpflichtet sind, sie darauf hinzuweisen, hey, hier ist eine Warnung, wir haben dich jetzt erwischt. Ja? Und das ist der Hintergrund, warum sowas Ähnliches drinsteht. Also ohne irgendeine kleine Einschränkung würde ich den Passus nicht unbedingt haben wollen. Okay. Ja, da würde ich auch gerne noch drauf eingehen. Hier steht, die Hersteller sind rechtzeitig vor der Warnung zu informieren. Da steht aber nicht, es muss gewarnt werden. Steht das noch woanders? Weil sonst ist das natürlich eine Nullaussage. Dann kann das BSI einfach sagen, ja, wir warnen einfach nicht mehr. Also jetzt, ohne ihn zu nahe treten zu wollen, aber jetzt, sagen wir mal, wenn der Seehofer mal wieder freidreht, könnte er sagen, jetzt wird nicht mehr gewarnt. Das hätte ich schon gern irgendwo stehen, dass das BSI auch Warnungen aussprechen soll. Das ist ja der Absatz 1, zweiter Punkt. Und natürlich reden wir hier immer nur über stark gekürzte Gesetzestexte. Ich habe auch hier in der Mitte nochmal was rausgenommen. Es gibt da schon die Möglichkeit, dass das BSI einfach warnen darf. So, das ist schon, aber man kann es nicht untersagen. Das ist, nee. So, hier noch eine Rede und dann da. Okay, also, danke. Vielleicht mal, das ist ein ganz guter Punkt, wo man grundsätzlich darauf eingehen kann, dass die Fragestellung im BMI und BSI unterschiedliche Zielsetzungen hat. Und wenn man, also der Punkt, den du angebracht hast, der ist total berechtigt, alles in Ordnung. Was mich daran echt ärgert ist, warum steht sowas nicht in einem veröffentlichten Entwurf mit einer Kommentierung? Und dann könnten wir auch diesen Input beitragen und sagen, oh, da habt ihr ein Bedenken, das können wir sogar nachvollziehen und jetzt lasst uns mal alle zusammen die Köpfe schmeißen und überlegen, wie so eine Lösung aussehen kann, statt dass ein paar wenige sich halt einen suboptimalen Text überlegen und damit dann so eine Art Prä-Alpha-Version eines Gesetzes in Umlauf geht. Vielleicht wird daraus noch eine Beta-Version, aber das wird auf jeden Fall keine Finalfassung, wo man sagt, wir haben alle Expertise einfließen lassen. Und ich meine, seit 9/11 haben wir festgestellt, dass alle Befugnisse, die erlassen wurden, ausnahmslos nicht zurückgenommen wurden. Ich kann nur die Bitte noch mal so genau an diesem Punkt festmachen. Ich wünsche mir, dass diese Gesetze wirklich mal endlich veröffentlicht werden mit diesen Kommentaren, mit diesen Gedankengängen, damit wir daran teilhaben können und auch was Konstruktives draus bauen. Ja. Also zu einem Responsible Disclosure Prozess gehören ja auch die Hersteller. Also auch die Hersteller dürfen eigentlich keine Sicherheitslücken zurückhalten. Also wenn jemand wie Finn Fischer Sicherheitslücken entdeckt, sind die für mich, die können ja Auftragnehmer von Behörden sein. Die Behörde kann sich ja ganz einfach unschuldig machen, indem sie sagt, das privatisieren wir außen, was da drin ist. Da gucken wir nicht nach. Also gehört die Wirtschaft auch dazu. Auch kein Privatmann darf eigentlich Sicherheitslücken zurückhalten. Das bedeutet aber, dass ein
Responsible Disclosure-Prozess existieren muss, der vertrauenswürdig ist für alle Beteiligten, indem das nach einiger Zeit alles geschlossen ist, dass diese ganzen Sicherheitslücken früher oder später aus der Welt kommen. Das heißt aber, die Hersteller müssen auch verpflichtet werden, an den Verfahren teilzunehmen. Und die müssen auch Fristen kriegen, wenn sie in kritischer Infrastruktur auftauchen wollen, bis wann sie Sicherheitslücken geschlossen haben. Es kann nicht sein, dass sowas wie Shitrix irgendwie monatelang für eine triviale Lücke offen steht, ohne dass da irgendwelche Konsequenzen draus sind. Also die Teilnahme an kritischer Infrastruktur sollte eigentlich nur erlaubt werden, wenn Hersteller an solchen Prozessen erfolgreich teilnehmen. Und ansonsten ist das einfach... Ist das einfach Wischiwaschi? Ja, auf jeden Fall, das ist absolut korrekt. Die Hersteller wird man aber nur dazu bringen, auch tätig zu werden, wenn die auch Konsequenzen zu fürchten haben. Im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit haben wir unseren Kunden, die halt im großen Stil dann eben Software einkaufen, nahegelegt, lass uns doch mal ein Security-Level-Agreement ausarbeiten. Ja, jede Firma setzt irgendwie Service-Level-Agreements auf, um sicherzustellen, dass irgendwelche Komponenten, irgendwelche Gerätschaften und so weiter auch immer hundertprozentig funktionieren. Da wird dann reguliert, ja, weiß ich, Downtime ist irgendwie reduziert auf so und so viel Prozent. Das brauchen wir für Security-Level auch. Es muss eine Möglichkeit geben für Kunden, da kommen wir in Richtung Verbraucherschutz, muss es die Möglichkeit geben, den Hersteller auch klar zu sagen, pass auf, wir wollen euer Produkt hier einsetzen, wir haben ein Security-Level, das sieht jetzt so und so aus und wir wollen, dass es auf jeden Fall so bleibt und im Idealfall eher noch höher wird, aber es sollte auf keinen Fall unter einem bestimmten Wert gehen. Wir haben da mal an so einer Richtlinie gearbeitet, das hat mittlerweile tatsächlich sogar das BSI übernommen von unserem Kunden. Das wird auch praktiziert, wir haben bisher ganz gute Erfahrungen damit gemacht, aber am Ende fehlt jetzt natürlich so ein bisschen so der Präzedenzfall, wo man vielleicht dann wirklich mal auch sagt, so, ja, interessiert halt viele Softwarehersteller nicht, die in einer bestimmten Nische arbeiten und da eigentlich das Feld anführen und da keinerlei Konkurrenz haben. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, gerade, ich glaube, das ist egal, ob man da deutsche Softwareunternehmen oder internationale betrachtet. Es gibt Unternehmen, die haben einfach noch keinen Kontakt gehabt mit der Hackerwelt und die reagieren äußerst allergisch, wenn man da ankommt und sagt, hier, pass auf, ich habe hier was gefunden. Also es ist wirklich so. Und das sind dann eben auch Softwarekomponenten, die in kritischen Infrastrukturen eingesetzt werden. Ich glaube, das kann man schwer sortieren und sagen, hey, du darfst irgendwie deine Software hier nur verkaufen, wenn du bestimmte Standards einhältst, weil das ist schon ein ganz schöner Zoo. Auch so eine kritische Infrastruktur ist halt irgendwie ein ganz schöner Zoo. Das ist überhaupt nicht zu durchblicken. Da läuft hier mal irgendwie ein Paket, dann hat der Admin da mal irgendeinen Installer gefunden und das ist einfach, das bleibt dann da bestehen und also ist schon ein bisschen schwierig. So, Theresa, jetzt ist erstmal der Bitkom dran. Will man da nicht mit der Vertrauenswürdigkeitserklärung, die ja im IT-Sicherheitsgesetz 2.0 gefordert wird, genau hin, dass man eben dann Zulieferer verpflichtet, eine Vertrauenswürdigkeit auch über die ganze Lieferkette hinweg abzugeben? Also es ist nicht klar im Text, was für Kriterien das sind. Ich glaube, das wird auch extrem schwierig, diese Kriterien zu definieren. Aber ist nicht dieses Konzept dazu gedacht, dann eben auch nicht die Betreiber nur, sondern eben auch die Zulieferer und Ausrüster etc. direkt zu adressieren? Wir liegen exzellent in der Zeit. Zum Punkt des Sicherheitskennzeichens kommen wir wahrscheinlich dann gleich noch. Ich würde das dann einmal kurz aufsparen. Nee, das ist noch nicht das Sicherheitskennzeichen. Das ist erst der Paragraph 8a. Genau, zum Absatz 9. 6 und folgende Absicherung der Lieferkette in der kritischen Infrastruktur. Jetzt komme ich in Bereiche, wo ich mich auskenne. Exzellent. Warum? Also wir haben ja mit dem IT-Sicherheitsgesetz 1.0 ja die Kritis etwas unter Kuratel gestellt. Ich glaube, das war dringend notwendig. In der ganzen Diskussion kam aber heraus, dass so ein Anlagenbetreiber von kritischen Infrastrukturen relativ schwer wirklich irgendwas zu seiner Sicherheit sagen kann, weil er abhängig ist von ganz vielen Zulieferkomponenten und Ähnliches.
So, und das haben wir jetzt aufgegriffen und gesagt, da müssen wir auch was für tun, nämlich, das steht da jetzt unter Vertrauenswürdigkeitserklärung und welche Kriterien dahinter sind, wird dann noch vom BMI irgendwie rausgearbeitet, die Kunst, dann einen guten Kriterienkatalog zu machen, das ist echt Arbeit, ja, das muss man erstmal sagen. Aber sowas gehört nicht ins Gesetz rein, sonst muss man das jede Woche, weil ich etwas Neues gefunden habe, wieder ein Gesetz anpassen, das ist, glaube ich, Unfug. Deswegen muss man da eine Generalklausel reinbauen, die das regelt und darunter einen Unterbau macht, der das konkretisiert. Ja? Und deswegen finde ich, ist der Ansatz erstmal in Ordnung. Ob der ausreichend ist, weiß ich noch nicht. Aber was ich grundsätzlich gut finde, ist, Regulierung so zu machen, zunächst mit relativ wenig invasiv hineinzugehen, gucken, ob der Markt das aufgreift und ob es funktioniert und eine entsprechende Risikoreduktion stattgefunden hat und nur dann zu verschärfen, wenn dieser Mechanismus nicht gegriffen hat. Deswegen bin ich ein Freund davon, mit wenig Eingriffstiefe einzusteigen, gucken, nach 2-3 Jahren oder 3-4 vielleicht in dem Kontext, hat es Wirkung gezeigt, wo sind noch Dinge nachzuschärfen, müssen wir nachregulieren und Ähnliches. Und deswegen finde ich den Ansatz an dieser Stelle erstens super gut und zweitens ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Jetzt wollte noch Markus seit 10 Minuten unbedingt was dazu sagen. Magst du einmal ganz kurz fassen, weil ich würde gleich ganz zum nächsten Thema übergehen und Rückfrage machen wir gleich auch, bitte. Okay, ich würde anmerken, dass man das Thema Warnung vielleicht doch etwas ausführlicher behandeln müsste in den Paragraphen, was ja eine Befugnisnorm für das BSI in Unternehmen einzugreifen und zu warnen. Warnungen haben ja auch Auswirkungen auf den Aktienkurs und wir möchten auch nicht, dass das BSI anschließend Schanze das leisten muss. Hedgefonds kaufen ja inzwischen auch Sicherheitslücken, um mit Kursen zu arbeiten. Von daher sollte man genau regeln, welche Fristen gelten und wie veröffentlicht werden muss und dass es keine Ausnahmen geben muss. Also ich würde den Ermessensspielraum des BSIs hier minimieren, damit sie nicht überlegen, vor welchen Unternehmen sie jetzt warnen und vor welchen nicht. Dankeschön. Jetzt eine ganz kurze Rückfrage von Honkase. Ich wollte noch fragen, da du es angesprochen hast, dass man sich in diese Gesetze eben reindenkt, schaut und sie dann erst anpasst. Gab es denn wirklich eine Evaluierung des IT-Sicherheitsgesetzes 1.0? Gab es eine Evaluierung der Kritis-Verordnung? Nach meinem Kenntnisstand gibt es die nicht. Wenn es die gegeben hätte, ist sie so streng geheim, dass sie nicht mal geleakt ist. Ich unterstelle jetzt, ja ernsthaft, ich unterstelle einfach mal, es gibt in der Kritis-Verordnung den Paragraph 9, wo ganz klar drin steht, Evaluierung soll stattfinden und muss auch gemacht werden. Seit dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der Mache ist, geleakt wurde und anschließend wieder im Stummfilmverfahren außerhalb von uns weiterentwickelt wird, ich sehe nirgendwo eine Evaluierung und ich sehe auch nicht eine Auswertung, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was könnten wir da eigentlich justieren und warum. Weißt du da was von? Ich überlege gerade, ob wir da wirklich strukturiert was gemacht haben. Also nicht als BSI-Arbeit garantiert erstmal nichts, das hätte ich nämlich Schluss gezeichnet, hätte ich dann gesehen, allemal. Ich weiß, dass wir natürlich im Dialog mit allen möglichen sind, das ist natürlich eine permanente Evaluierung, aber nicht im Sinne eines formalen Evaluierungsprozesses. Bin ich gerade überfragt, weiß ich nicht. Ich wollte gleich zum nächsten Thema kommen. Theresa, ja dann, nee, Gerhard, mach erst mal fertig und dann Theresa und okay. Dann kommen wir zum nächsten. Ja, genau, bitte? Ich wollte auch, also wir haben auch auf diese Evaluierung gewartet tatsächlich, die auch im IT-SIG drinsteht. Nach 4 Jahren soll evaluiert werden und es wurde nicht evaluiert und eigentlich hätte das ganz schön dem IT-SIG 2.0 vorgelagert werden können. Müssen, wenn es im Gesetz steht, ja. Genau, das also... Es sei denn, es gibt irgendwo was, aber also alle, mit denen ich gesprochen habe, ja, genau. Und ja, das wäre schön gewesen. Ja. Gut, also Rechtsaufsicht hat das BMI. Wer ist schuld? Ne? Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Das IT-SIG 2 bringt nicht nur leichte Änderungen in der Kritisregulierung, sondern bringt auch noch ein Konstrukt, das ich mal Kritis Light oder in umgangssprachlich ist BÖFI genannt habe, Infrastruktur in besonderem öffentlichen Interesse.
Das ist so eine Art Kritisregulierung. Light, die Pflichten aus den Paragraphen 8a und 8b, so den Kritisparagraphen, gelten auch für solche Anlagen, die bisher nicht in der Sektorliste, die man kennt, wenn man Kritis angeguckt hat, abgedeckt ist. Allerdings nur dann, wenn das Unternehmen im Prime Standard, also im DAX steht und Einvernehmen, nicht Benehmen, zwischen BMWi, BMJV, BMVi, BMVg und BMU besteht. Ich habe das geübt. Die Betreiber und Wirtschaftsverbände zumindest angehört wurden, also hier Benehmen hergestellt wurde und da Einvernehmen hergestellt wurde. Also das heißt, der Bitkom müsste angehört werden, der Betreiber müsste angehört werden, alle Ministerien, die da gelistet sind, müssen der Meinung sein, dass das richtig ist. Und dann ist ein Unternehmen, sofern es auch an der Börse ist, plötzlich quasi eine Vorstufe zu Kritis. Das hat sich jetzt in ITSIC 2 steht das so neu drin. Was ist denn da passiert? Moment, nein, Zivilgesellschaft auch nicht, nein, das ist doch nicht wichtig. Infrastrukturen, also dazu gehört also aus den Bereichen Chemie, Automobilherstellung, Rüstung, Kultur und Medien. Und vor allen Dingen interessant finde ich, dass sich die Grundausrichtung geändert hat, nämlich es geht jetzt um volkswirtschaftliche Bedeutung bei diesen Paragraphen. Kommen wir zu den zu diskutierenden Fragen. Warum ist hier ein Paradigmenwechsel? Vorher hieß es, Infrastruktur, deren Ausfall oder Beeinträchtigung zu erheblichen Versorgungsengpässen oder zur Gefährdung der öffentlichen Sicherheit führen würde. Und jetzt ist plötzlich volkswirtschaftliche Bedeutung als Kriterium da drin. Bitte, wer mag zuerst? Also A, sind ja zwei Blöcke. Kritis ist selbst noch erweitert worden, durch Entsorgung noch mit extra rein, finden wir super gut. Ja. A, B, Rüstung ist explizit drin, Unternehmen mit Gefahrstoffen sind zwar schon stark reguliert, sind auch noch extra mit drin und dann kommt noch die wirtschaftliche Interessenlage, kommt noch mit rein. Das ist wirklich ein Paradigmenwechsel, weil deswegen heißt es auch, gehört es nicht eigentlich direkt zu Kritis. Kritische Infrastrukturen sind für den Erhalt des öffentlichen Lebens notwendig. So, und wenn ich jetzt mir vorstelle, dass die ganz großen, was haben wir mal als Beispiel, die VWs so durch Cyberangriff und sonst irgendwas platt sind und alle Arbeitsplätze sind weg, dann haben wir eine Lieferkette dahinter sitzen, da sind noch viele Arbeitsplätze weg hinterher. Das ist der Grund, warum gesagt worden ist, hey, wir müssen gucken, ob wir nicht auch Schutzmechanismen für hinreichend große, von der Volkswirtschaft bedeutende Unternehmen auch darunter zu fassen sind, weil das gehört dann im weitesten Sinne auch zur staatlichen Daseinsvorsorge, darauf zu achten, dass die Wirtschaft hinterher funktioniert. Das ist die Philosophie dahinter. Ist durchaus ein Paradigmenwechsel. Und jetzt ist höchstpersönlich meine Meinung, ich finde das vernünftig, dass wir das so machen. Und ja, schön. Dankeschön. Okay. Wie hat Bitkom oder was sagt die Digitalwirtschaft dazu? Auch hier ist uns ein bisschen unklar, wie weit diese Regelung greifen soll, also wie viele Unternehmen dann tatsächlich davon betroffen sind und ob wirklich erhebliche volkswirtschaftliche Schäden dann tatsächlich dadurch entstehen, wenn es zum Ausfall kommt. Also uns fehlt so ein bisschen, vielleicht war auch das einfach ein Punkt, die Überlegungen im BSI und BMI sind nicht zu uns gekommen, so wie Manuel, du es vorher gesagt hast, wäre ganz gut, wenn man einfach auch wüsste, was so die Gedankengänge dahinter sind. Also uns konnten sie nicht so richtig, oder wir konnten uns nicht so richtig erschließen, was ist der Grund dahinter? Warum sieht man eigentlich auch diese Notwendigkeit, so eine Ausweitung durchzuführen? Ja. Und gibt es da irgendwie, also ich bin da jetzt nicht ganz so sehr im Thema drin, aber für mich hört es sich vor allen Dingen so an, als müsste man zuerst auch darüber diskutieren, ob nicht Amazon sofort darunter fällt, weil wenn Amazon weg ist, ist alles weg. Ne? Also Amazon betreibt ja nicht nur dieses Warenhaus, sondern irgendwie auch noch einen Großteil der Cloud-Dienste. Und wenn diese Amazon-Cloud weg ist und die Azure-Cloud von Microsoft weg ist, dann wird hier sehr viel nicht mehr passieren. Die sind kritisch? Okay. Mindestens ein oder zwei genannten habe ich geprüft.
Alles klar. Nee, ist ja gut, aber ich meine, das sind US-Firmen, deswegen bin ich da jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich kenne mich damit jetzt nicht so in der Tiefe aus. Ich weiß nur, dass Microsoft ja gesagt hat, so, ja, hier, wir wollen hier irgendwie die deutsche Microsoft-Cloud haben, um den Bedürfnissen gerecht zu werden. Und die haben sie dann irgendwie ein bisschen betrieben und dann wieder dicht gemacht, weil es sich einfach nicht rentiert hat wirtschaftlich. Also nur zum Verständnis, Cloud-Dienstleister ab 25.000 virtuelle Installationen, die laufen gleichzeitig, sind auch kritisch, daher sind die auch davon betroffen. Ja, die sind nämlich genau das, was du sagst, so relevant als Hintergrund, dass man im Sektor IT und TK schon definiert hat, dass virtuelle Dienste in dem Ausmaß genauso schädlich in einem Ausfall wären, wie wenn du Sprache- oder Datendienste ausfallen lässt. Also insofern, den Punkt können wir schon mal sagen, check, hat man gut gemacht. Klingt ja erstmal ganz gut. Ich frage mich halt nur, wie sich eine US-Firma von deutschen Behörden regulieren lässt. Scheiße. Mit Blick auf die Uhr und die Themen, die ich noch vorbereitet habe, auf die ihr bestimmt mega Bock habt, würde ich jetzt das Publikumsengagement hier ein bisschen minimieren, nochmal Theresa zu Wort kommen lassen und dann zum nächsten Thema übergehen. Genau. Was vielleicht noch ein Punkt ist, auf der EU-Level haben wir ja die NIS-Richtlinie und diese Kategorie gibt es in dieser NIS-Richtlinie nicht. Und das ist schon schwierig, wenn wir jetzt hier wieder so was Deutsches schaffen, das sich dann aber nicht auf europäischer Ebene skalieren lässt. Das würde ich einfach nochmal als... Aber Herr Schapüßer, Gerhard, was? Ja. Genau. Muss ich einen Satz gegen sagen? Die NIS-Richtlinie ist so, weil Deutschland die im Wesentlichen mitgeprägt hat. Ja, also wir waren da eher Vorreiter. Natürlich müssen wir das wieder europäisieren. Bin ich sofort dabei. Moment. So. Theresa, bitte. Nee, genau. Also das ist schon richtig. Und wir sehen schon auch, dass die Bemühungen definitiv da sind, sowohl im BSI als auch im BMI. Aber immer davon auszugehen, dass es dann letztlich sich auf europäischer Ebene durchsetzen lässt, ich glaube, so hundertprozentig dürfen wir das nicht annehmen. Deshalb sind wir immer dafür, direkt in den europäischen Prozess zu gehen. Mit den sehr klugen und auch wirklich sehr kompetenten Ideen, die wir hier in Deutschland haben. Also nicht erst hier anfangen rumbasteln, sondern am besten direkt in den europäischen Prozess eingeben. Dankeschön. Ja. Habe ich jetzt einen von euch dreien übersehen, der dringend noch was sagen wollte zum ISBÖFI-Thema? Nicht? Ja, den habe ich mir nie ausgedacht. Das ist nur eine Abkürzung der vorhandenen Wörter. Es gibt INSI, oder? INSI über die Allianz für Cybersicherheit. Das ist schon ein Begriff, den es gibt. Könnte man... Okay. Ja. Gut, das nächste Thema ist, wäre das unabhängige BSI. Ich glaube, das Thema, das uns auch heute Morgen schon durch den Tag geführt hat, in zumindest zwei von drei Vorträgen, war das eins der Themen. Und zwar, wir haben ganz viele Argumente dafür gehört, warum das eine gute Idee ist, dass das BSI unabhängiger vom BMI wird oder gibt es auch verschiedene Varianten und viele Argumente dafür. Was wir noch nicht gehört haben in der Runde, sind die Argumente, die dagegen sprechen. Denn es gibt da durchaus Argumente, die zumindest logisch konsistent sind. Und die würde ich sehr gerne mal hören. Gerhard, würdest du bitte uns erklären, was aus deiner Sicht dagegen spricht, das BSI unabhängig vom BMI zu machen? Zunächst muss man ja immer vorsichtig formulieren, was heißt unabhängig an der Stelle. Hm. Ja. Also, genau. Also faktisch arbeiten wir an der Stelle unabhängig. Überall, wo wir heute Kritik gehört haben, arbeiten wir da unabhängig. Formal und de jure sind wir natürlich nicht unabhängig. Das ist erst einmal so. So. Aber jetzt, warum könnte es gut sein, nicht zu unabhängig zu sein? So formuliere ich das jetzt mal. Ja? Ja. Mhm. Da gibt es wirklich gute Gründe. Nämlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, wir würden völlig aus allen Ministerien irgendwie rausgelöst werden und hätten so einen Status, so ähnlich wie BFDI meinetwegen, ja, würden wir direkt im Parlament berichten. Wenn es dann darum geht, wirklich gestalterisch aktiv zu werden, also durchsetzen, dass Dinge in der Verwaltung, in der Rechtsetzung hineinrutscht, Gesetzesgestaltung mitzumachen, hinterher operative Umsetzungen durchzusetzen. Da braucht man normalerweise einen sehr starken ministeriellen Apparat, der Rechtsetzung adressiert, der Ressourcenakquise betreibt und Ähnliches. Für dieses ist ein
starkes Ministerium, und dann muss es wirklich auch ein starkes sein, durchaus äußerst hilfreich. Sonst bin ich ziemlich sicher, würden wir das Wachstum des BSI in den letzten Jahren so nicht hingekriegt haben, ohne die Unterstützung von, in diesem Fall sehr stark das BMI, aber da sind dann BMW, BMJV war dabei, BMG war dabei, also überall, wo wir verstehen uns ja als Dienstleister für alle Ressorts hinterher, haben sehr stark unterstützt, da reinzugreifen. Aber die Hauptarbeit ist immer bei dem Ministerium, wo die Fachaufsicht und Rechtsaufsicht hängt. Und wenn die das nicht durchstreiten, dann geht das in den Debatten normalerweise ganz schnell unter. Das ist ein Hauptgrund, warum ein starkes Ministerium als Rechts- und Fachaufsicht durchaus in Ordnung ist. Es gibt auch viele andere Gründe, aber die heute ja schon diskutiert sind, brauche ich ja nicht zu wiederholen. Also die andere Seite. Ne? Na doch, also ich denke, Thorsten und Therese haben bestimmt ein, zwei kurze Talking Points, was dafür spricht, dass wir das BSI in irgendeiner Weise unabhängiger machen. Und dann würde ich auch schon direkt über das Wie reden und die Runde eröffnen. Ja, ich habe das ja, glaube ich, ganz am Anfang schon mal irgendwie angedeutet, dass es da schon so einen gewissen Interessenskonflikt gibt beim BSI. Ja? Ob der jetzt irgendwie, ob das BSI jetzt so handelt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Grundsätzlich ist das BSI ja dem BMI unterstellt und muss im Zweifelsfall das tun, was das BMI sagt. Und das macht es für mich jetzt gerade eben auch aus Perspektive der Community, die ja auch irgendwie das eigentlich grundsätzlich von der Idee her ganz gut findet, dass das BSI sich darum kümmert, dass Dinge sicherer gemacht werden. Ja, es geht ja um Sicherheit in der Informationstechnik. Wenn aber das Innenministerium jetzt irgendwie doch auch gerne dieses Ministerium, also diese sichere Informationstechnik nutzen möchte, um unsichere Informationstechnik zu pushen, dann gibt es da halt einfach einen Interessenskonflikt. Und das kann halt einfach nicht sein, dass ich dann irgendwie auch noch Gefahr laufe, zu sagen, ja, ich komme jetzt hier irgendwie mit Schwachstellen vielleicht noch ans BSI, weil ich Angst davor habe, dass ich irgendwie verklagt werde. Und Responsible Disclosure oder Coordinated Disclosure ist echt auch kein Zuckerschlecken. Ich habe da irgendwie auch durchaus sehr negative Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren. Da hätte ich mir schon gewünscht, irgendwie jemanden wie das BSI an der Seite zu haben. Ich glaube auch, dass das klappt, aber dennoch, es gibt ja auch irgendwie Schwachstellen und Dinge, mit denen man dann vielleicht nicht zum BSI kommt. Und ich glaube, wir hätten alle mehr davon, wenn es sehr viel klarer geregelt wäre, dass es da einfach überhaupt keinerlei Zusammenhänge gibt zwischen Innenministerium und dem BSI. Kann ich so eigentlich nur bestätigen, hatten wir ja auch schon in den anderen Punkten eigentlich beschrieben, warum es sicherlich sinnvoll wäre. Aber auch den Punkt von Gerhard sehe ich schon auch, dass eben diese Durchsetzungsmacht auch wichtig ist. Also dass quasi ein Ministerium, ob das jetzt das BMI ist, kommen wir ja gleich noch zu den möglichen anderen Konstellationen, dass es ein Ministerium braucht, das aber im Kabinettstisch dann auch sich für diese Behörde stark macht und dann auch im Haushalt verhandelt etc. Das hängt ja alles mit dran. Und deshalb gibt es auch gute Punkte, warum ein Ministerium darüber stehen sollte. Dankeschön. Jetzt wollten wir kurz über das Wie sprechen. Ich habe vier Varianten bereits an die Leinwand geworfen. Diese vier stammen nicht meiner Feder, sondern entstammen einer Analyse von Sven Herpig, Chef von Neue Verantwortung. Sven, bist du noch da? Der holt gerade seine Frau ab. Okay. Großartige Arbeit, feiner Herr, gute Arbeit kann man sich gerne mal geben. Der schreibt so Analysen dazu. Und ich habe hier vier Modelle aufgelistet. Nummer eins, die starke Unabhängigkeit, genau wie der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationstechnik, Herr Kelber, der ja völlig unabhängig ist und nur dem Parlament direkt untersteht. Modell Nummer zwei, eine fachliche Unabhängigkeit. Die Rechtsaufsicht bleibt beim BMI und die Fachaufsicht wird gelöst, wie im Statistischen Bundesamt, dass die Fachaufsicht quasi selbst nach wissenschaftlichen Kriterien und nach objektiv technisch-wissenschaftliche, selbst erregelt. Schöne Geschichte. Und Modell 3, Angliederung an das BMWI, weil ja doch das BSI relativ wirtschaftsnah agieren muss, um unsere Prozesse und IT-Sicherheit besser zu machen. Und Nummer 4 wäre die Angliederung an ein neu zu schaffendes Digitalministerium, was zumindest manche Fraktionen im Bundestag für eine gute Idee halten.
Wer von euch dreien mag die Varianten kommentieren, beziehungsweise sagt, geht gar nicht und warum, oder das brauchen wir so, oder das wäre so besser? Zu Anfang? Ja, okay. Also Punkt 1 würde ich sagen, aus dem genannten Grund, dass es eben doch so eine stärkere Durchsetzungskraft braucht über ein Ministerium, würde ich deshalb jetzt aus dem Stegreif raus, sage ich mal, eher ablehnen. Zweite Variante gefällt mir ganz gut. Müsste man mal durchspielen, ob das möglich wäre. Aber glaube ich, könnte. Ist schwierig? Ach so. Ah ja, gut, okay. 3 sehe ich jetzt erstmal nicht, weil ja schon auch der Schutz kritischer Infrastrukturen und auch der Bundesregierungsnetze etc. beim BSI liegt, würde ich es jetzt nicht ausschließlich zum BMWI geben, sondern schon auch den Aspekt öffentliche Sicherheit zumindest in einem Stück weit sehen. Und 4, glaube ich, wäre eine gute Lösung, weil es eben ein Querschnittsthema ist und das BSI für alle Ressorts eigentlich ein Dienstleister sein sollte und ein Berater sein sollte. Und das passiert natürlich am besten durch ein koordinierendes Digitalministerium als Dach, würde ich sagen. Dankeschön. Gerhard, wie müsste man es machen? Hey, eigentlich ist mir das egal. Wichtig ist, dass wir sehr starken gestalterischen Spielraum haben. Das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Wenn ich die ganze Diskussion habe, Vertrauenswürdigkeit des BSI und gegebenenfalls gegängelt durch eine Fachaufsicht, wo immer die auch hängen mag, finde ich so einen Ansatz wie beim Statistischen Bundesamt schon ganz vernünftig, weil das klärt etwas stärker, hey, wir sind nicht in einem Direktionsprozess, sondern wir arbeiten nach fachlich vernünftigen Kriterien und sonst irgendwas. Finde ich ganz vernünftig, völlig losgelöst, wo das BSI hinterher aufgehängt ist. Ja? So. Ansonsten gilt für mich die Botschaft, ich will bei dem starken Ministerium aufgehängt sein oder aufgehängt sein, wo Digitalisierung gestaltet wird. Weil wir sind der festen Überzeugung, wenn wir das nicht von Anfang an mit Sicherheit begleiten, dann kriegen wir hinterher was Schlechtes raus, wo wir hinterher Balkone dran bauen, die keiner Lust hat zu betreiben, den fegt auch keiner. Und sieht nicht schön aus und ist schwer in Stand zu halten. Also all das, was wir heute in der IT-Sicherheit haben, wird dann wieder passieren, wenn wir nicht von Anfang an Informationssicherheit mitbegleiten. Und deswegen müssen wir dort sein, wo starke Digitalisierung getrieben wird. Und das ist hinterher, nee, ganz ehrlich, ich habe da echt kein Problem mit, wenn wir beim Verkehrsministerium aufgehängt wären, weil dort ein guter Aufhänger wäre, ja. Nee, ich möchte das ganz völlig losgelöst von irgendeiner Debatte sehen. Wir verstehen uns jetzt schon als Dienstleister für alle Ministerien, alle Ressorts und sonst irgendwas. Deswegen sollte es eigentlich schnurzpiepegal sein, wo das BSI aufgehängt ist. Ich brauche nur einen starken Kämpfer für Ressourcen, für Rechtsetzung und Ähnliches und deswegen am liebsten dort, wo Digitalisierung am stärksten gestaltet wird. So einfach ist die Story. Aber ich bin mir nicht so sicher, man kann eigentlich nicht sagen, dass gerade die Digitalisierung am stärksten im Innenministerium gestaltet wird, oder? Also. Das habe ich, glaube ich, auch gerade nicht gesagt. Nee. Gut, das war auch kein Hilferuf, das war Tatsache, dass ich das nicht gesagt habe. Gut, die überspezifischen Dementis brauchen wir jetzt nicht zerlegen hier auf der Bühne. Ich fand das einen mega spannenden Aspekt. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben jetzt noch 6-7 Minuten, weil Gerhard muss dann wirklich gleich los. Ja gut, eine Minute. Wirklich, ganz schnell. Ich lese auch schneller, aber dieser Punkt, ähnlich dem Statistischen Bundesamt, so mit mehr fachlicher Befähigung. Man könnte das zum Beispiel so formulieren im Paragraph 1 BSI-Gesetz. Änderung zur Grundlage technisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse. Ja? Dann wird man den zweiten Satz einfach so nehmen, das BSI führt seine Aufgaben auf der Grundlage wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse nach den Anforderungen der jeweils fachlich zuständigen Ministerien durch. Damit hätte man nämlich A, den Punkt abgedeckt, ist Hupe wem, wir sind Dienstleister für alle, und B, wissenschaftlich-technisch, wir können nicht völlig vogelfrei irgendwelche
BMI-Hirnfürze von irgendwelchen komischen Leuten irgendwie realisieren, weil sie gerade wieder existent sind, oder ein Digitalministerium oder wer auch immer da aus der Cybermap von 3000 verschiedenen Akteuren im Cyberumfeld agieren. Das wäre durchaus eine Formulierung, die kann man nutzen, um diese Unabhängigkeit fachlich zu stärken, aber sich nicht rauszulösen, um anschließend noch schlimmeren Kollateralschaden zu verursachen. Steht ja auch genauso im Paragraph 1 Satz 2 des Gesetzes über das Statistikbundesamt. Ja, genau. Totally Zufall. So, kommen wir zum letzten Punkt dieser unglaublich spannenden Podiumsdiskussion, und zwar Paragraph 9a, das IT-Sicherheitskennzeichen. Ich glaube, Theresa mag anfangen zu erklären, warum wir das brauchen oder nicht brauchen. Ich frage mich ja grundsätzlich, ob es nicht eigentlich genug wäre, dass Hersteller sich an die technischen Richtlinien des BSI halten. Die habe ich bisher als sehr hochwertig kennengelernt. Und vor allen Dingen, so wie es aktuell gefasst ist in dem BSI, im IT-SIG 2, scheint es mir so, als würde das BSI nur die Erklärung über die Beantragung des Sicherheitskennzeichen prüfen, nicht aber das Produkt selbst. Theresa. Ja, genau. Ich würde mich jetzt trotzdem einmal ganz kurz an den Fragen orientieren, auch wenn du jetzt gerade schon ganz viele Punkte genannt hattest. Brauchen wir das? Also ich finde schon, dass man dem Verbraucher transparent darstellen kann und sollte, was er da gerade kauft, weil die Macht des Verbrauchers schon eine sehr große ist und damit auch das Angebot auf dem Markt beeinflusst. Und wenn viel sichere Geräte gekauft werden, dann gibt es sicherlich auch viel mehr sichere Geräte auf dem Markt. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall ein Punkt, dass ich das unterstützen würde, wenn man in irgendeiner Form einschätzen könnte, was man gerade kauft, weil ich glaube, Verbraucher sich damit bisher einfach zu wenig beschäftigen. Und die Frage ist nur, wie machen wir es? Und die Frage ist auch, ob das genauso auf nationaler Ebene wie das andere Thema Sinn macht. Ich wäre eher dafür, sowas auch direkt in den europäischen Prozess zu geben und zu sagen, wir haben im Cyber Security Act, genau, da ist nämlich genau parallel gerade sowas auch geplant. Das nennt sich dort Beipackzettel. Und die Frage ist halt, warum machen wir jetzt schon wieder so eine Sonderlösung, sagen, okay, wir gehen jetzt hier erstmal mit dem IT-Sicherheitskennzeichen raus, europäisch passiert parallel gerade wieder was, warum stoßen wir nicht oder warum geben wir unsere Ideen nicht direkt in den europäischen Prozess ein? Das ist so ein bisschen die, der größte Kritikpunkt, dass das jetzt eben auf nationaler Ebene geschehen soll. Es gibt noch ein paar andere, aber vielleicht... Vielen Dank. Ich würde jetzt einmal ganz kurz den Gerhard was dazu sagen lassen, weil ich muss wirklich sehr pünktlich los, um den Flieger zu bekommen. Und notfalls können wir dann noch 2-3 Minuten überziehen und den Thorsten dazu was sagen lassen, wenn das okay ist. Aber wir haben den Slot tatsächlich sehr gut gefüllt, trotz meiner großen Sorgen, dass wir uns zu einig sind. Bitte. Also aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, dass wir sowas machen. Warum brauchen wir das im BSI-Gesetz? Im Moment dürfen wir nichts veröffentlichen, was irgendwie eine Sammlung von Auswertungen von Eigenschaften von Produkten ist. Dann sind wir automatisch in Markteingriff und das wird verboten. Das haben wir gegengecheckt, das geht erstmal nicht. Erstens. Zweitens, das gehört eingebettet natürlich in den Cyber Security Act, das ist klar. Der wird dort auch, also wir müssen das Gesetz mit dem Punkt ja sowieso auch notifizieren, damit das überhaupt dort eingebettet werden kann. A, das ist sozusagen der Rahmen, europäisieren immer. So. Zweiter Punkt, ich finde es unsäglich, dass ich als normaler Mensch in irgendeinem Elektronikmarkt, wer immer das auch gerade ist, ich mir da irgendein IT-Gerät kaufe, kriege ich unendlich viele Informationen zur Verfügung gestellt. Also meistens bei den Dingern hier, die mit denen da gerade rumgespielt wird, Smartphones, die Anzahl der Megapixel an der Frontkamera, die Anzahl der Megapixel an der Rückkamera, die Anzahl der Cores im Prozessor. Welcher durchschnittliche Mensch weiß, was das für Auswirkungen auf seine Anwendung hat? Erstens, zweitens, wer braucht diese Features in der Breite für das, was man mit dem Zeug macht? Normalerweise im Netz irgendwie braucht man diese riesen Megapixel. Aber über den IT-Sicherheitsstatus findet man gar nichts. Und da möchte ich Transparenz für erzeugen als erstes. Das darf durchaus durch Herstellererklärung mit Test
Das ist mir ganz wichtig, Anforderungen formulieren plus verbindliche Testdurchführung und darauf baut dann eine Herstellererklärung auf. Damit das nicht zum Wildwuchs führt, braucht man dann noch eine Marktbeobachtungsbefugnis, nämlich Stichproben zu machen und zu prüfen, hey, mogelst du da an der Stelle ja oder nein, sodass wir da erst minimalinvasiv wieder reingehen, um Transparenz hinzukriegen. Und das ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Hier sitzen ja alles Leute, die wissen, was sie tun. Hier sitzen einige Leute, die wissen, was sie tun. Aber deswegen ist das aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig. Und der Plan ist wirklich, das unmittelbar als Folgeschritt über den Cyber Security Act zu europäisieren. Und meine Erfahrung ist, du sagtest ja gleich, sofort europäisch machen. Nein, dann sind wir in 10 Jahren da. Wir müssen vorgaloppieren, dann ist der Leidensdruck da, das zu europäisieren und dann geht das auch schneller. Das ist die Idee, warum wir in Deutschland manchmal vorpreschen und dann den Druck erzeugen, das nach dort voranzutreiben. Das wird in Brüssel wieder anders gesehen, das sehe ich gerade schon. Sie hat halt das schon vor 15 Jahren das erste Mal gemacht. Ne? Also ich finde das halt schon interessant, dass die Idee ist 15 Jahre alt. Ne? Die Idee ist natürlich uralt. Naja, aber die sozusagen auch als Policy-Vorschlag entwickelt worden vom JRC. Das ist halt schon sozusagen so alt und das ist halt... So. Es geht doch nur darum, das verbindlich zu machen und wirklich ans Fliegen zu kriegen. Pläne dazu sind immer schon da. Machen muss man es. So, vielen, vielen Dank. Mit diesem Schlusswort einen großen Applaus. Ja, vielen, vielen Dank. Ich möchte noch mal kurz festhalten, wenn diese drei Akteure jetzt hier symbolisch in der Realpolitik auch so miteinander reden würden, dann wäre dieses IT-SIG 2 längst geschrieben, durch die Ressortabstimmung, vom Parlament abgesegnet und würde tatsächlich Verbesserungen darstellen. Ich hoffe, diese Veranstaltung hat auch da draußen an den Empfangsgeräten hinter den Kameras ein bisschen aufgerüttelt, ein bisschen was bewegt und dafür gesorgt, dass vielleicht in Zukunft wir den Beamten in den Ministerien unterstützen können. Vielen, vielen Dank auch für eure Teilnahme, Thorsten Schröder, Theresa Ritter und Gerhard Schabhüser, der leider jetzt schon los muss, weil sein Flieger gleich geht.